Ich stimme hier mit Johannes Knopp, der mir ein bisschen was zur ständigen Mitgliederversammlung und den Diskussionen hat, der am Parteitag erzählt wird. Hallo Jo. Hi. Kannst du mal kurz erklären für Außenstehende die Online-Abstimmung in Bezug auf die ständige Mitgliederversammlung, wie das Ganze funktioniert und warum wir das überhaupt machen wollen? Ja, also das Warum ist relativ einfach erklärt. Also wir haben hier zweimal im Jahr so einen Bundesparteitag und da muss man einerseits erstmal das Geld haben hinzukommen und auch die Zeit hinzukommen. Das ist vielen Leuten erstmal gar nicht möglich aus verschiedenen Gründen. Leute, die haben Kinder, finden keine Betreuung oder haben eben nicht so viel Kohle oder kommen vom Job her am Wochenende nicht so gut weg oder wie auch immer. Und die sind schon mal per se ausgeschlossen, hier sich zu beteiligen. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir in der Partei möglichst vielen Leuten die Chance geben, hier das Programm mitzugestalten. Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Grund, da inklusiv zu werden und möglichst vielen Leuten die Programmarbeit, die verbindliche Programmarbeit zu ermöglichen. Und nicht nur denen, die halt hierher kommen können. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist es auch so, jetzt werde ich gerade abgelenkt durch irgendwelche Sachen. Wie war dein Eindruck von der Diskussion gestern? Die wurde ja recht hetzig geführt. Die Befürworter und die Gegner von dem ganzen Verfahren haben sich wieder ordentlich eine verbale Schlacht geliefert. Hat das ungefähr auf den Punkt gebracht? Besonders wenn man jetzt denkt, wir haben in Baden-Württemberg die Diskussion schon gehabt. Die wurde auch auf dem Landesparteitag dann weitergeführt mit dem Ergebnis, dass es dann kein wirkliches Ergebnis war, abgesehen davon, dass wir erstmal eine Lösung erarbeiten müssen, eine Konsenslösung möglicherweise, mit der alle leben können. Ja, also interessanterweise war die Debattenkultur gestern deutlich schlechter als bei unserem Landesparteitag, muss man sagen. Es gibt halt sehr, sehr viele Bedenken. Es gibt einerseits die Leute, die halt sagen, ja, da gibt es ja irgendwie rechtliche Probleme mit Datenschutzbeauftragten und andere, die dann halt sagen, ja, nee, so ist es aber nicht. Und außerdem können wir innerparteilich uns da durchaus mal mehr wagen, als das jetzt irgendwie, also wir müssen zum Beispiel nicht die Verfassung, also die gleichen Grundsätze an so eine SMV stellen, wie das Verfassungsgericht eine Wahl hat oder so. Es geht ja darum, Abstimmungen über Programm zu treffen. Aber ich glaube, ich war noch nicht so richtig durch mit der Vorstellung, warum man das so alles will. Es ist nämlich neben dem Punkt, wir wollen viele Leute beteiligen, geht es ja auch ein bisschen um die Dynamik. Also wir wollen jetzt natürlich nicht alle zwei Wochen neue Programmpunkte spontan aufnehmen, aber wenn es halt so ist, dass wir im Bundestag kommen zur Wahl im September, dann haben wir da halt Abgeordnete im Bundestag, die auch über Dinge entscheiden müssen, über die wir jetzt noch keine Programmbeschlüsse haben, die aber wahrscheinlich sehr gerne auf ein verbindliches Parteiprogramm zurückgreifen können, aber nicht bis zum nächsten Bundesparteitag warten können, wenn man zum Beispiel über irgendwelche Kriegseinsätze entscheidet oder so. Das würde dann nicht ganz allein auf den Abgeordneten lasten, diese Entscheidung, sondern sie können es in der Übereinstimmung mit dem Programm treffen. Viele Leute sagen dann, aber man hat doch als Abgeordneter die Freiheit des Wissens. Ja, natürlich, aber es geht ja auch nur darum, das, was wir jetzt auch hier im Parteitag machen, Wahlprogramm zu beschließen. Auch für das, was wir jetzt im Wahlprogramm beschließen, besteht für den Abgeordneten die Freiheit des Gewissens. Er kann davon abweichen, aber dann muss er es halt der Partei gegenüber begründen. Und das fände ich auch wichtig, dass wir eben einerseits den Abgeordneten helfen können, indem wir ihnen auch zuarbeiten über so ein System, die programmatische Positionierung, und andererseits, dass wir eben auch vielleicht Grenzen aufzeigen können, wo man weiß als Abgeordneter, okay, wenn ich da jetzt auch drüber gehe und sage, das sehe ich anders, dann bin ich vielleicht gar nicht mehr so überein mit der Partei und dann muss ich mich auch für rechtfertigen, das halte ich halt für wichtig. Genau, das wollte ich jetzt nochmal als Abgründung sagen zu dem Ob und Warum. SMV an sich, da geht es ja... gibt es ja verschiedene Geschmacksrichtungen. Ja, ich bin Fan von den Optionen, dass man einerseits sagt, man macht es ständig. Natürlich müssen die Fristen so sein, dass man nicht irgendwie jeden Tag reinschauen muss. Ja, das kann man ja durchaus lösen, dass man sagt, okay, wenn man einmal im Monat aktiv ist, dann hat man auf jeden Fall die Chance, irgendwie nichts zu verpassen. So,
nur so als Beispiel gewählt. Das kann man dann durchaus nochmal ausdiskutieren, wie man das haben will. Das ist das eine. Dann finde ich ganz wichtig, dass wir das Prinzip Liquid Democracy im Sinne von Stimmenübertragung auf andere beibehalten. Da haben ja manche Leute auch so ihren Beef mit, aber ich finde es großartig. Also es funktionierte dann so, dass ich jemand anderen meine Stimme weitergeben kann für einen Themenbereich oder für ein Thema oder auch global, das kann man sich überlegen. Delegation. Eine Delegation einfach geben kann. Diese Person kann das auch wieder weitergeben. Das wird manchmal Kettendelegation genannt oder offiziell das ist eine transitive Delegation, dass man dann halt so lange weiter delegiert in seine Stimme, bis es tatsächlich bei der abstimmenden Person landet. Und das hat einerseits damit zu tun, dass man einfach nur die real existierenden Vertrauensnetzwerke sichtbar macht, weil ich delegiere ja nur an Leute, von denen ich glaube, dass sie eine richtige Entscheidung in meinem Sinne treffen, und die machen das wiederum, und am Ende landet dann eine Stimme hoffentlich bei der entweder kompetentesten oder auch vertrauenswürdigsten Person, also jemand, der möglichst keinen Scheiß baut. Ja. Das hat sich für mich auch soweit bewahrheitet. Das ist die Grundidee dahinter. Und es gibt halt Leute, die haben Angst, was ist denn, wenn meine Stimme irgendwo bei jemandem landet, die ich nicht leiden kann. Ja, okay, das kann passieren. Aber wenn ihr jemanden am Parteitag zum Beispiel, ist es ja auch so, dass man mal guckt, wie stemmt denn gerade die Person ab, oder fragt vorher, wie wirst du denn bei dem Antrag stimmen? Das ist ja auch sowas wie eine Vertrauensdelegation, falls man nicht alles lesen konnte. Und dann hat die Person vielleicht auch im Vertrauen vor jemand anders gefragt, den man nicht mag, und hat dann quasi das Gleiche, nur sichtbarer. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja einer der größten Gegensätze gegenüber einem Verfahren, wo die Abstimmung selbst dann per Briefwahl durchgeführt wird, weil die Delegation da einfach bürokratisch kaum handhabbar wäre. Oder ja, habe ich das falsch verstanden? Kann man nicht abbilden auf Papier. Dafür bräuchte man schon de facto ein elektronisches System. Wobei, wie gesagt, nur das Parteitagsbeispiel, man fragt andere, wie stimmst du denn da? Wie soll ich mich denn da entscheiden? Ich bin da nicht so fit wie du. Oder vielleicht habe ich aus anderen Gründen irgendwie, will ich erstmal wissen, wie jemand anders dazu steht. Dann habe ich genau den gleichen Effekt, dass meine Stimmabgabe davon beeinflusst ist. Von den Leuten, denen ich vertraue, nur sieht kein anderer das. Mhm. Das ist halt eine Transparentmachung von diesem Vertrauensnetzwerk, was auch so in keiner anderen Partei existiert. Das würde ich eigentlich auch ganz gerne mal den anderen dann aufs Brot schmieren. Mhm. Hier bei uns kann man eigentlich dann, wenn man das einführen würde, sehen, wie denn auch so Machtstrukturen innerhalb der Partei aussehen und Vertrauensstrukturen. Also das ist ja, korreliert dann ja 1:1. Das Vertrauen, je mehr Leute mir vertrauen, desto mehr Macht erhalte ich. Ja, ein bisschen polemischer könnte man auch sagen, dass manche Gegner Angst haben, nicht genügend Macht zu kriegen in so einem System. Aber das ist jetzt sicher nicht das Hauptargument an der Stelle. Es gibt ja bereits sowohl die Piratenpartei Österreich, die das verbindlich für nahezu alle ihre Beschlüsse einsetzt, also die machen mittlerweile ihre Programme durchgängig über Liquid Feedback, als auch die Piratenpartei Schweiz, die für alles, was jetzt über den Parteitag hinausfällt, über die PV hinausfällt, ein Online-Verfahren durchführen. In Berlin hat das auch einen quasi verbindlichen Charakter angenommen. Da werden Beschlüsse im Landesliquid quasi als Programm akzeptiert im Konsens, obwohl dem auch durchaus viele widersprechen. Was können wir aus diesen praktischen Anwendungen lernen? Weil auf Bundesebene ist die Einführung von Liquid Feedback ja durchaus mehrfach als gescheitert. Durch Fehler, die entstanden sind, durch geringe Akzeptanz. Wie können wir das bei der SMV in Zukunft bei einem Online-Verfahren verhindern? Also hauptsächlich lernen können wir daraus, meiner Meinung nach, dass es geht, ohne dass irgendwie sich die Pforten der Hölle öffnen. Ja, also zumindest könnte man das ja manchmal meinen, wenn die Gegner argumentieren. Das ist ja doch manchmal sehr laut und überjazzt. Und ich denke, dass es total wichtig ist, auch einfach mal diesen Mut zu haben, das auszuprobieren und zu sagen, wenn es scheiße ist, dann lassen wir es halt wieder sein. Da bin ich der Erste, der da sagt, okay, ihr habt recht, es ist jetzt alles doch nicht so gekommen, wie erhofft und sonst was. Aber solange wir das nicht ausprobiert haben, wissen wir das nicht und brauchen uns nicht dauernd mit so strukturellen Argumenten auseinandersetzen, die halt mit der Realität nicht zwingend übereinstimmen. Und ich denke, die Praxis zeigt, dass es geht. Das können wir da schon mal sehen, würde ich festhalten.
Im Übrigen würde ich noch zu meiner Vorstellung der SMV hinzufügen. Ein Problem ist natürlich, man kann online keine Wahlen durchführen, nur Abstimmungen. Ja, das ist ja das bekannte, auch ein sehr bekannter Streitpunkt, dass man eben das namentlich oder pseudonym machen müsste und dass dann die Sicherstellung der Korrektheit des Ergebnisses nicht immer trivial ist, je nachdem. Aber jedenfalls, dass keine Wahlen online gehen, und ich wäre auch definitiv für eine Umsetzung von einem System mit einem Antrag auf geheime Abstimmung, dass man halt ein wahrscheinlich relativ hohes Quorum, aber doch ein Quorum einführt, wo man sagt, okay, wenn mehr als x Leute oder Prozent der Leute sagen, ich möchte diesen Punkt geheim abstimmen, damit eben jeder unbeeinflusst von irgendwelchen äußeren Einflüssen abstimmen kann, dann machen wir das halt per Urnenwahl, und dann habe ich auch kein Problem, dann verschiebt man das entweder aus dem nächsten Parteitag oder schiebt auch in Kombination noch so eine dezentrale Urnenwahl mit rein. Das würde ich jetzt gar nicht ausschließen wollen. Ich weiß noch nicht, ob es zum Aufwand irgendwie gerechtfertigt ist, aber ich sage, wir wollen Dinge ausprobieren, dann würde ich mich dem jetzt auch nicht komplett versperren. Wir sollten halt nur erstmal den Mut beweisen, sowas wie eine SMV zu machen, um mehr Leute einzubinden, um demokratisch legitimierte Entscheidungen zu treffen. Und ja, das finde ich wichtig an der Stelle. Ich sehe da durchaus auch viel Konsenspotenzial, nachdem ich jetzt mit Sven gesprochen habe und mit dir gesprochen habe. Zwei eigentlich unversöhnliche Positionen, muss ich sagen. Die Vorbereitung wäre gleich eigentlich der Punkt der Abstimmung und der Delegation sind die größten Gegensätze. Hältst du es für möglich, dass wir uns im nächsten halben, dreiviertel Jahr in Baden-Württemberg gemeinsam auf eine Lösung einigen? Ja, also da gibt es ja durchaus Leute, die sich da auch jetzt drum bemühen wollen, noch die Seiten weiter zusammenbringen. Und wir haben ja echt gesehen, dass diese Diskussion, ich meine auch mit Justus, der ja auch ein sehr, sehr starker Gegner von verbindlichen Entscheidungen in so einem Online-System ist, wurde da ja auch super sachlich diskutiert. Und da gibt es sicher Punkte, wo wir nicht zusammenkommen, aber der Konsens, wir würden ganz gerne zwischen Parteitagen was Verbindliches machen, der ist, glaube ich, tatsächlich stark genug, dass man da auch diese Brücke schlagen kann. Und da bin ich ja total dafür, dass man die anderen nicht mehr verteufelt. Und da bemühe ich mich auch eigentlich immer drum, wenn es in der Kommunikation geht, so die schrillen Argumente mal versuchen, ein bisschen runterzudampfen und zu gucken, dass man das eben sachlich macht. Und das hat bei uns im Land bisher gut geklappt. Und ich denke, das können wir auch zu einem Level fortführen. Es kann natürlich passieren, dass wir dann irgendwann zu so einem Punkt kommen, wo wir sagen, okay, jetzt müssen wir halt einen Weg einschlagen, wir können nicht da unter einer Weggabelung stehen bleiben. Ja? Und egal welchen Weg wir nehmen, wird es dann unzufriedene Leute geben. Manchmal treten dann auch Leute aus, andere treten wegen sowas sogar ein. Da müssen wir halt sagen, wir sind eine Partei, wir sind politisch, wir haben auch irgendwie eine Agenda, und irgendwann müssen wir uns entscheiden und einen Weg gehen, damit wir auch glaubwürdig vorankommen. Vielen Dank für deine Eindrücke. Und schönen Parteitag noch. Danke.